Wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Ursaster bestellen, tust du das da rein? Ja, perfekt, das funktioniert. Ja. Ja, meine Frage CO2 und... Ich muss mich gerade kurz konzentrieren. Okay. Einen Moment eben. Das Rezept da rein und da die Kiste vor. Jetzt kannst du die Kiste nicht öffnen. Was ist da drüber? Nichts Wichtiges. Okay, davon, dass die ergibt, damit solltest du die Kiste wieder öffnen können. Ja, jetzt kann ich. Und zwar, ich habe gestern mal geguckt, ich brauche für das Botania-Portal Terrasteel. Mhm. Man kommt nur an die nur an Terrasteel durch die verkackten Hühnchen. Habt ihr eventuell schon Pflanzen davon? Nein, man kommt auch anders an Terrasteel. Wie denn? Botania. Ja, ja, jetzt muss ich eben die Scheißplatte suchen. Die. Warte, ich schreib's dir über Discord, weil der Name super geil ist. Ja, dann. Nee, dann schreib's mal in-game-Chat. Ich buchstabiere sie dir. Gib sie mal unten in die Suchleiste. Terrasteel Acclimat. Ach, diese wunderschöne Platte, die ich nicht aussprechen kann. Genau. Da musst du einen Mana Diamond, eine Mana Pearl und einen Mana Steel Ingot drauf droppen und eine Menge Mana hinliefern. Okay. Irgendwie einen halben Mana Pool pro Terrasteel. Na okay, das mit Mana ist kein Problem. Ja, gut. Und Terrasteel-Blumen gibt es. Also wenn du mir 5 Terrasteel vorbeibringst, mache ich dir eine Blume davon. Das ist es ja halt. Ich brauche das Terrasteel erst selber fürs Portal. Ich hab nicht mal welches. Aber mit 4 Terrasteel könnte ich dir eine Blume machen und damit hast du endlich. Ja gut, das stimmt auch wieder. Aber ich muss erstmal dieses komische Dingsbums hier bauen. Ah, jetzt geht's wieder ans Ruhen machen. Feuer hab ich, Wasser hab ich. Welche davon hab ich alle schon? Ein Wizard besteht aus 7 Blöcken, richtig? 7 Stück, ja. Genau. Okay, dann brauche ich dieses Item 7 Mal. Feuer. Ich hab. Palis war Lapis, ja. Wo hab ich den Schnarrer Dutch jetzt hingemacht? Dort. So, dann brauche ich die Erdrune. Die haben wir hier. Die weiße brauche ich nicht. Mana. Ist Wither? Erdrune. Ja, aber es ist scheiße toll. Und Wither Skelett habe ich auch nicht. Gut, für die brauche ich Teppich, Feder, String und das. Das. String. Bevor ich die böse Spawnkammer und so baue, sollte ich vielleicht mich erstmal um das drakonische Zeug kümmern. Und eine Feder. Oh, 14 Stück. Läuft. Und ich brauche wieder Kohle. Ich muss das mal automatisieren hier. So. Das da.
Ich habe zum Glück eine Möglichkeit gefunden, wie ich noch an Draconium Dust komme. Wie denn? Über den Crusher von, ich guck gleich nach, wie Actual Editions müsste es sein. Die in Draconium Ingots crushen. Okay. Ja, anders kommst du nicht mehr an Draconium, das wenn du es einmal umgeschmolzen hast. Oh, das geht schnell. So und so. Ich helfe mir das Locator mit drauf, man sich. War das Actual Editions? Ja, Actual Editions. Enderman got nothing. Ich bin gerade dabei, was zu bauen. So, die nächste Rune. Ursa ist 3 Blöcke breit, dann brauche ich eine Mindestgröße von 4. 5 Mana Perle und 5 Mana Steel. Okay, das haben wir. 5 und 1. Diese scheiß Blöcke möchte man sich nicht verbauen. Und ich habe mich verbaut. Wobei mit der Pickaxe geht's halbwegs. Ich baue mit Blöcken, die so super schnell abzubauen sind. Draconisch Infused Obsidians. Gesundheit. Es gibt ja Obsidian. Ja. Und es gibt Draconic Infused Obsidian. Okay. 100% Wither Proof, also 100% alles Proof. Selbst Ender Dragon Proof. Ja, gut. Aber den musst du erstmal versuchen, da einzusperren. Hier. Ja. So. Letzte Rune, jetzt haben wir das schon mal. Oh, lol, da hat sie mir nur eine Rune rausgehauen. Schon. So, jetzt brauche ich mein Büchlein. Ich muss ja unter dem noch irgendwas platzieren, das weiß ich. Unter der Platte? Ja. Lapisblöcke und Living Stone, aber ich weiß nicht was wo. Ja, ich guck gerade im Buch nach. Und da finde ich die Platte nie. Du kennst dich ja ein bisschen aus. Es ist eine Sache, die ich zum Beispiel gar nicht weiß. Der Wither, der hat ja seine Fressattacke. Macht der die auch schon während seiner Spawn-Animation? Das weiß ich nie. Mit dem Wither hatte ich noch nie zu tun. Ich kenne nur den Standard-Wither. Das ist der Standard-Wither. Dann macht der eigentlich keine Fressattacke, weil der muss sich erst... Der kann sich durch Blöcke durchfressen. Achso, nee. Aber der macht sie nur, wenn er... Also, wenn du ihn beschwörst, macht er nichts, weil er muss sich ja erstmal aufladen. Okay. Noch mal Wither das und Enderman, du bist scheiße, verpiss dich aus meiner Wohnung. Enchanting with Mana. Nee, das war's nicht. Ja, das ist ein ganz komischen langen Namen. Also der muss doch leicht zu finden sein. In Notfall gib einfach Plate ein, dann müsstest du es auch mitfinden. Werde ich auch gleich machen müssen. Terra Steel. Living. Ah, hier. Terrastrial Rapkatika Bums. Ach, so hier. Einmal visualisieren. Und wir bauen die. Shit, da muss ja. Mana hin. Sparks. Würde ich benutzen. Die musst du sogar beinahe benutzen, weil ansonsten kriegst du nicht schnell genug das Mana dahin. Ja, warte mal, ich muss jetzt erst einmal, hier haben wir
5 davon. Ich brauche Lapisblöcke 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Das. So. Okay, wo möchte ich den Resident-Herbe kämpfen lassen? Ja, läuft. Das war falsch. Hä? So. Struktur komplett. Jetzt. Das kann da rein. 1, 2, 3, 4 von den Mana Spreets. Aber das habe ich alles hier in der Kiste. Oh, muss Tag machen. Das mach ruhig, das stört mich nie. Nicht mit schwarzen Blöcken in der Nacht arbeiten. Fünf und hab ich die jetzt eins zusammen gemacht? Nein. Egal. 4, 5. 2, 3, 4, 5. So, das und das. So, und jetzt darf ich nichts mehr falsch machen. Ach, ist das schön. Da will man einfach Mana Spreeder setzen und man setzt normalen Living Wood. Mhm. Torches, eben, dass ich was sehe da hinten drin. Feuerliefpflanze. Hier brauche ich eigentlich überall bis eine haben. Stimmt nur mein Mann. Ich bin ein Wizard, werde gespawnt. Falle runter, spawne hier drin. So, ich bin ein Wizard, ich werde gespawnt. Fliege hoch, lande da drin. Perfekt. Jetzt lass mich das Ding groß genug gebaut haben. Da. Da. Ja, das müsste jetzt reichen. Fürs Erste. Oh Gott, was muss ich jetzt da nochmal reinhauen? Mana-Perle, Mana und Diamant. Okay, Diamant muss ich noch. Bin ich noch auf dem Server? Ja. Okay. Das war jetzt gerade sehr verwirrend. Noch bist du drauf. Ja, und der Lag ist auch vorbei. Halt bei dem Baukasten hier nichts Falsches bauen.
Lol, ich hatte so viel Mana im Mana-Pool, das hat ernsthaft für 5 Diamanten gereicht. Das ist gut. Das ist gut. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Item Converts brauche ich. Habe ich noch Pulsating? Ja, ich habe noch Pulsating, Ira. Stell ich nochmal Gravel her. Steinhämmern. Nö. Ja. Wofür hat man Steinessenzen? So, create Terras, die Zers Living Rock under the plate. Ja, hab ich. Soll ich warten, bis die blauen Dinger in der Mitte treffen? Mehrfach treffen. Wenn die mal wandern würden. Du wirst einen Spark nutzen müssen. Das Ding braucht einen halben Mana-Pool, bevor die Dinger despawned sind. Ach, hier die Dinger, okay. Na gut, dann. Eine Spark und ein Domination Sit. Oh. Warum habe ich das aufgehoben? Ach, da weil da eine Pflanze ist. Ups. Deswegen habe ich sie gerade beseitigt. Nee, das, die nerven halt nur, wenn die dieses scheiß Geräusch machen. Kann ich bei dir nicht mehr auf nichts mehr zugreifen oder was ist los? Nee, ich habe meine Farbe geändert gehabt, warte. Lol. Das da. Ich wollte die Enderperlen und den Loot wenigstens ins System werfen. Ach, ich weiß nicht, wie viel Scheiß ich davon hab. Ja, deswegen ja, ich brauche die Scheiße nicht. Ich hab jetzt so ein Den behalte ich. Den Airman Head behalte ich. Da, Spark. Aha. Place a spark on top of a mana pool and another on top of a block. Wrist can accept bla bla. Blablabla. Alter, alles klar. Ich verstehe null. Gib mir die Sparks. Warte. Genau, und den anderen einfach in den Mana-Pool reinklicken. Ja, warte. Die Dinger müssen ja jetzt bestimmt zu dem gucken. Nein. Okay, dann nicht. Dann einfach links rein. Und wenn du jetzt mit dem... Warum greift dich dieses Drecksvieh an? Okay, ich dachte gerade, ich hätte dich umgebracht. Boah, ich hasse die Endermänner so hart, ey. Ich hasse diese Viecher so hart. Ich guck grad, da ist noch einer, ich kill den auch mal eben. Da. So, und jetzt machen wir mit dem Dings Wand einfach hier auf die Spark, mit dem Wand of the Frost einfach auf meine Spark rechtsklick. Dann siehst du so eine Verbindung zu der anderen. Ja. Und das ist eine Wireless Mana Transferierung. Oh. Mit Nieten kannst du sie abbauen. Und es gibt noch, den weiteren Token. Okay, oder du? Wie mache ich das jetzt, dass das von dem zu dem geht? Wenn hier benötigt wird, schickt er es automatisch.
Ansonsten Spark Augment. Da Dominanz. Spark Augment, Doppelpunkt, Leerzeichen, Dominant. Boah, nee. Das ist mir dann zu doof. Also wenn ich jetzt den Mana Pool Philipp schicke, der das einfach darüber. Wenn hier gebraucht wird, in der Regel. Gut. Es gibt manchmal auch, dass die Sparks ein bisschen rumzicken, weswegen die Augments vorhanden sind. Die Augments sind einfach so kleine Kärtchen, die haust du in die Spark rein und wenn die Spark halt gerade Mana aufnehmen kann, tut sie es. Ja, ich mache hier gerade Doppelt- und Dreifach-Kisten wieder weg. Oh. So, also das. Droppst du oder machst du Rechtsklick drauf? Rechtsklick. Okay. Und siehst du, jetzt siehst du auch die Mana-Transferierung. Ja. Sehr und schön. Der eine Mana-Pool ist leer. Ich sag doch, du brauchst einen halben Mana-Pool. Cool. Pro Terra-Stil. Was sind das für Mana-Blumen? Die bauen Bäume ab, also Leaves. Achso, warte, da kann ich dir helfen. Wo ist das Leaves? Wäre das die Cake-Dinger gewesen, hätte ich dir meine Cakes gespendet, weil es gibt ja auch die Kuchendinger. Echt? Ja. Hör auf, brauchst nicht sneaken. Das Ding hier sollte auch eigentlich funktionieren. Ich glaube, du hast den Blumen nicht gesagt, wo sie es denn abgeben sollen. Weil die fressen nichts mehr. Oder die Mana-Pools sind voll. Die Mana-Spörder meine ich. Der Seel. Funktioniert der Ring auf die Pflanzen nicht? Keine Ahnung. Auf die Bäume meine ich. Es braucht halt ein Weilchen, bis die Blumen halt die Leaves abbauen. Ich meine, der Ring auf die Bäume nicht. Das weiß ich jetzt natürlich nicht auf die Schnelle. So, das Holz drin ist weg. Ja, das Problem ist, die Leaves verschwinden jetzt auch und wenn die Blumen das jetzt nicht abbauen, habe ich das Problem. Nee, ich glaube, die sind gerade voll. Kann ich mal den Wand haben? Wo bist du? Nein, nee, jetzt. Ja, die sind voll. Wenn du normal rechts drauf machst, siehst du ja darunter die Leiste unter den Blumen. So ist. So. Wenn Sachen drauf droppen, kann es dir manchmal passieren, dass die reinfallen. Also ein Dings. Aber die geben das ja ab, die Pflanzen. Warum ist. So. Nee. Du sollst dahin gehen. Jetzt legen sie hier richtig los. Doch, der Ring funktioniert. Die ist leer, die ist voll. Warum ist die voll und gibt nicht ab? Weil der Spreader voll ist. Oder gerade war. Gibst du mal. Nein, warte, ich hol mir eben selbst ein Lexikaputania. Zu Base teleportieren ist ja noch schnell. Lex. Oh, ich brauch dein Lexikaputania. Oscar hat sich mit unserem ausgelockt. Bei mir im ME ist noch eins drinne.